Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück zu Echo Generation. So, die Aliens sind gelandet. Und was wir jetzt machen, wir gehen nochmal zurück zu der Hütte von Mr. Dumont, zu seinem Trailer. Denn wir haben ja den Schlüssel gefunden und damit können wir noch eine Sache öffnen da. Schauen wir mal. Bei den Aliens an sich kommen wir gerade nicht weiter. Das Raumschiff ist ja noch zu, das heißt, da passiert nichts. Aber vielleicht haben wir das Glück und finden in seiner Kabine da was. In seinem Trailer irgendwas. Wir schauen mal. So, wir haben auch schon relativ viel erlebt hier, muss man sagen. Also, der ist schon ganz gut weit gekommen, das Spiel. Muss man einfach mal zugeben. So, hier können wir rein. So, hier können wir es aufmachen jetzt. Okay, nur ein Comicbuch. Gut, das ist aber nicht so schlimm, denn, ganz kurz, wir können ja noch zum, da wo das Riesental aus der Erde den Tremor da besiegt haben. Kennt ihr den Film noch, Tremor? Diese Sandwürmer? Naja, da wo wir den besiegt haben, da können wir, glaube ich, jetzt ja durch diese Tür gehen, die wir zum FST aufgemacht haben. Das machen wir einfach. Also das ist auf jeden Fall der einzige Weg, wo ich weiß, wo es jetzt irgendwie weitergeht. Weil beim Raumschiff bin ich rumgerannt und da kann man nichts machen. Aber hier glaube ich, gab es was. Wir haben ja die Tür da oben aufgemacht. Weiß doch nicht, wie stark wir jetzt sind, um da reinzukommen. Also wie stark die Gegner sind, weil da hat der einen ja davor gewarnt, dass es hier ein bisschen stärker alles ist. Aber im Endeffekt sind wir ja eigentlich auch nicht so schwach, ne? So. Oh, guck mal hier. Das Kräuter, die ich einsammeln kann. Ist ein Rasenmäher. Guck mal, ein Traktor. Ich wollte schon immer so einen haben. Ich glaube, es ist keine gute Idee, Lilly. Du bist viel zu jung zum Autofahren. Ach, komm mal, bitte. Nur ein bisschen. Oh, setz dich ruhig rein. Es bewegt sich. Okay, es ist kein wirklicher Traktor. Das hätten wir auch vorwissen müssen. Na gut. Vielleicht können wir den ja stunnen. Mal gucken. Wir versuchen es mal. Nein, er ist dagegen resistent. Ah! Ich hab doch gedrückt. Oh, alter Schwede hat uns Leben weggenommen. Gerade nicht, müssen leider ein bisschen Leben geben. So, gucken wir mal. Der Katze was geben. Oh, das gibt's nicht. Ich hab doch da gedrückt. Das ist jetzt wirklich schade. Okay, das Ding ist wirklich hart. Jetzt hätten wir den nicht gleich angreifen sollen. Aber es wird zu spät. Pass auf, das ist kein Problem. Wir können ganz schnell zurückgehen. Und hier ganz kurz schlafen in der Hütte. Auch nicht so weit laufen. Das war oben das Bett, ne? Wir schlafen schnell eine Runde. Dann sind wir wieder voll Energie. Und dann versuchen wir die nochmal zu besiegen, oder? Oder wir lassen den Traktor mal ganz kurz stehen noch. Wir müssen den besiegen nochmal, aber nicht unbedingt jetzt gleich, ne? Wir können ja erstmal da rumgucken. Weil der greift uns ja nicht direkt an. Gehen wir erstmal hier unten hin. Guck
gucken, was wir hier noch was machen können. Da ist noch so ein blöder Hase, den können wir mal kurz killen. Oh, hier ist das Dreier. Oh, hier sind noch die anderen, die wir bekommen haben. Drei Attacken auf ein Enemy. Ich versuche das mal. Ich weiß zwar nicht, was wir da machen sollen. Wir sehen es ja denn. When the cross. Boom. Boom. Oh, schade. Aber es war schon nicht schlecht. Die Katze ist noch nicht tot, wollte ich gerade sagen. Sehr gut. Kohle. Zwischen links auch noch, ne? Leben haben wir noch? Ja, fast noch voll, ne? Gut, dann so die nächsten Katzen. Ich glaube, die nächsten vier greifen wir einfach an. Das sind ja überall Viecher, wie man sieht. Mal gucken, ob es hier noch mehr gibt. Ne, hier nicht. Okay, lass uns mal runtergehen. Und dann killen wir einen nach dem anderen. Erstmal stunnen wir den. Hier gibt es auch andere Sachen, ne? Was ist das hier? Multiple Ninja-Sterne. Das ist aber eigentlich gar nicht ein schlechtes Ding. Das kann man so leicht machen. Kann man so draufdrücken. Dann kriegt man die schon geballert. Und du leckst dich bitte mal selber. Und ich stunne da nochmal. Geblockt habe ich und trotzdem 10 Punkte verloren. Das ist schon fertig, oder? Irgendwas, was höher ist? So, und das mal. Nein. Das war blöd. Das war wirklich blöd. Trotzdem verliert man 6 Leben. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich mach kurz nur so einen leichten, weil ich will, dass die Katze noch einmal heilt. Dann können wir nämlich mit dem letzten jetzt den umbringen. Gut. Level up. Level up ist gut. Dann machen wir mal die Stärke höher jetzt. Auch deine Stärke höher. Danach kommt irgendwann mal das Leben wieder höher, glaube ich. Okay. Hier finden wir einen. Das war's. Schrott. Das ist ein. Okay, danach. Da hinten geht es nicht weiter, sagt er. Sieht aus wie eine Sackgasse, ne? Einbahnstraße. So. Ich muss immer ein bisschen gucken auf die Tastatur, auf die Tasten, weil ich versuche das auch mal hier. Oh. Oh, das war schlecht. Oh gut. 15 Uhr. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber. Wenn du den Ball reiben musst, den Ballon reiben musst, dass du aufgeladen wirst. Ja.
Ah, verdammt. Und dann vergiftet er auch noch. Das ist nicht so gut. Status-Effekt ist leider nicht weg, aber das können wir gleich machen. Wir machen erstmal machen wir sie platt hier. Sehr gut. Guck, unsere Katze geht auch gleich noch ein Level hoch. Sehr gut. Ist hier irgendwas, was wir finden? Zum Einsammeln? Nee, ne? Gut, dann nehmen wir. Den kennen wir jetzt auch noch, wenn wir schon dabei sind. Wir sind geblockt, haben wir. Versuch das nochmal. Ah, schade, das ist gar nicht so leicht. Da kriegt er noch einen auf die Schnauze. Soll's. So. Ach, schade, die Katze ist noch nicht ganz... Gut. Wollen wir hier noch irgendwas einsammeln? Sumpfgebiet hier? Nee, aber wir können bestimmt da jetzt rein. Irgendwie. Wir hätten ein paar Fackeln und irgendwas, womit wir da durchkommen. Lass uns wieder in die Luft jagen. Okay. Die Frage, wie wir jetzt in die Luft jagen können. So liegt, dass man irgendwie nutzen kann. Ich komme nicht drum herum, müssen wahrscheinlich gegen den kämpfen hier. Oder wir müssen. Ich weiß nicht, vielleicht kann es sein. Also ich greife den jetzt mal nicht an, aber vielleicht können wir den auch. Wenn wir es hochjagen können, kann das der Bloppo auch vielleicht wieder machen. Man weiß es nicht. Mal gucken, ob der das kann. Pass mal auf, können wir mal tauschen gegen den? Der ist ja anscheinend so cool. Oh, ich denke, der Bloppo kann wieder. Okay, mach mal was. Perfekt. It worked. Yay. Trotzdem müssen wir den anderen wieder benutzen, weil wenn wir in Kampf geraten, ist der am höchsten. Okay, wir sind hier in irgendeiner Chemiefabrik. Hier sind aber Roboter und sowas. Das sieht uns keiner. Wir können hier einfach längs laufen. Da ist ein Apfel. Okay, das ist natürlich alles andere als easy hier. Aber vielleicht greift er nur an, wenn er...
Oh, ich komme auch rein. Okay. Was ist das? Es sagt, kompilieren. Nicht berühren beim Kompilieren. Oh, wir haben einen Error ausgelöst. Weil es beim Kompilieren gestört haben. Okay, gibt's 40 Leben wieder, wenn man das macht. Aber wenn ein Error ist, kommt dann jemand hier rein? Anscheinend nicht. Geh ich auch mal rein? Oh! Oh, wir sind gleich tot? Okay. Gut zu wissen. Also die haben anscheinend keine Chance. Der schießt ja gleich mit Feuer. Aber wir müssen trotzdem da oben irgendwie rein, glaube ich. Probier nochmal. Nein! Hat er mich gleich schon wieder gesehen? Hm. Okay, wir haben fast gar kein Leben mehr jetzt. Hier müssten wir jetzt mal kurz schlafen, maybe. Weil Angriff halten wir nicht mehr stand. Gut, dann lass uns schnell zurückgehen zu der Kabine da und da was ein bisschen pennen. Das können wir ja machen. Ist ja relativ zügig. Ach, hier sind wieder Gegner alle. Okay. Ist ja gut für uns, da können wir uns ja wieder stärken gleich. Aber lass uns erstmal zurückrennen. Und kurz hier schlafen, dann haben wir wieder auf jeden Fall volles Leben. Das ist nicht so schlecht, oder? So. Okay, also da drin kämpfen ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Huch. Weil der kann es ja gleich kaputt machen. Müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Da, hoch, rein. Laufen wir mal vorbei. Ah. So. Wir können da mal reingehen. Wir können die ganzen Gegner natürlich noch mal besiegen hier draußen. Dann würde auf jeden Fall unsere Katze noch mal einen hochgehen. Das machen wir einfach mal. Ja, nichts bei dem, ne? Das bringt was. Versuch das nochmal. Yes. Zu geil, Ihre. So, die Katze kann auch mal heilen. Und dann hauen wir den um. Sehr gut. Muss die Katze jetzt nicht auch Level hochgehen? Ja. Was machen wir bei der Katze? Lieber leben oder lieber... Ich glaube lieber... Die kriegt man ein bisschen mehr Leben. Die kann das ganz gut gebrauchen, denn die muss ja auch ein bisschen uns immer heilen, ne? So, jetzt gehen wir da nochmal rein. Also wir dürfen nicht entdeckt werden. Das haben wir schon rausbekommen. Ordentliches Problem. Guck mal, läuft in die Richtung. Können wir hier? Was ist das denn? Okay, ist zu. Auch eine Access-Karte. Hm, hier ist jemand. Wollen wir reden? Hallo, ich glaube, der Computer drüben ist kaputt. Habt ihr was damit zu tun? Nein, wir haben es nur gesehen.
Okay, ich gehe rüber und check es mal aus. So. Oh, hier ist auch was. Eine Spritzkarte nehmen wir. Was ist das? Claw Controls. Greifarmkontrolle hier. Ah, okay. Da gibt es einen liegen Comic. Den haben wir schon gesehen. Kann man hier weitergehen? Wir müssen kurz hinter dem hergehen. Sehen wir uns nicht? Hier runter. Hier hinten, wo ist dieser Roboter, der hier rumläuft? Der darf uns ja nicht in die Arme fallen. Der darf nicht in die Arme fallen. Okay, warte mal. Oh, Alarm! Oh, krass! Okay, den müssen wir irgendwie auch noch ablenken da. Okay, also den können wir nicht, da können wir nicht dran vorbei. Gut, das machen wir dann nicht. Der sieht uns sofort, okay, dieser Affe. Aber warte, man kann da runtergehen irgendwie. Nee, war nicht. Oh. Den wollen wir lieber auch nicht in die Arme laufen. Gehen wir hier hoch. Kurz warten, bis er wieder zurückkommt. Ihm auch nicht in die Arme laufen. Ah, warte. Okay, da ist ein lasergeschütztes Ding. Den darf man bestimmt auch nicht in die Arme laufen. Heieieiei. Wird schwieriger und schwieriger hier. Hier ist irgendwas. Was ist das? Oh, es ist gefangen. Lass es uns befreien. Ich kann es nicht öffnen. Wir holen dich hier raus, mein kleiner Freund. Warte. Vielleicht kann ja Dings das wieder rausholen. Nee, kann auch nicht. Okay. Okay. Hier ist so ein riesiger Mech wieder. Ist das ein Mech? Er ist massiv. Gut, dass er aus ist. Lass ihn aktivieren. Oh, was machen wir? Aktivieren wir ihn. Nichts passiert. Hm, schade. Gehen wir hier hoch. Eine Granate, okay. Damit können wir die Leute wieder betäuben. Okay, hier ist raus, warte. Hier kann man auch noch außen rumgehen. Ne, hier ist nichts. Okay, gehen wir hier rein. Da unten ist ein Affe. Ich muss mal unser Leben ein bisschen hochpushen, glaube ich. Halt. Nein, die Katze wollte ich eigentlich nicht. Na egal. So. Hab ich ja voll das Leben alle, ne? So, der Typ ist. Das einer, der kämpft, oder ist einer, der nur redet? Man weiß es nicht, ne? Gehen wir mal hin zu dem. Erstmal gehen wir hier dran vorbei. Da irgendwas ist. Was ist das? Das ist eine Bombe. Warum sollte jemand eine Bombe hier liegen lassen? Nehmen wir mit. Können wir mit dem C4 vielleicht das Viech befreien? Sollen wir es mal probieren? Ich glaube nicht, ne? Das wäre zu einfach, oder? Probier es trotzdem mal. Ja. Ist das Viech denn nicht auch tot? Müssen wir den Timer noch anmachen? Wie aktivieren wir das? Ach, von da. Okay.
bist frei. Ich glaube nicht, dass sie rauskommt. Ist es tot? Ich sehe nicht mal Blut. Ach, guck mal da oben. Oh, ich dachte schon, jetzt die Luft gejagt. Du bist am Leben. Ach, Gott sei Dank, dass du lebst. Willst du mit uns abhauen? Okay, jetzt haben wir den jetzt, der unsere Party joint. Ist natürlich ganz cool. Wir wissen nur noch nicht, was es kann, ne? Na gut. Ich nehme trotzdem erstmal den mit. So, jetzt gehen wir raus zu dem Heini da draußen. Vielleicht können wir den ja noch irgendwie überzeugen, dass der uns nicht nerven soll. Ich glaube, es gibt einen kleinen Kampf hier draußen. Wir versuchen es mal. Hey, Kids! Bitte nichts anfassen! Hey, ich hab gesagt, nichts anfassen. Es ist mein Job, für die Sicherheit zu sorgen. Und hier darf keiner durch. Ich muss da aber rein. Du musst mich erst besiegen. Okay. So, heilen brauchst du eigentlich nicht. Großartig. Ja, schön kratzen. Ah, geblockt. Das ist nicht so schwer. Du bist echt gut. Du hast mich geschlagen. Können wir jetzt durch? Ja, okay. Ich gebe euch 2 Zutritt. Aber erzählt es niemandem. Okay. Aha, jetzt sind wir auf der Seite. Ja, cool, aber es ist auch eine gute Art, jetzt einfach mal wieder eine Pause zu machen. Ja, wunderbar, dass wir hier gelandet sind. Es gibt uns natürlich weiteren freien Zutritt zu anderen Sachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.